bereit sind, sich nackig zu machen, habe ich hier einen wirklich geilen Tipp für einen Campingplatz, den ich unten auch nochmal verlinke. Ja, also das ist eine sehr, sehr große Anlage. Wir sind jetzt hier Ende April und die hat eigentlich alles zu bieten, was das Camperherz so begehrt. Hier gibt es Sauna, Spa, Tennisplatz, gleich zwei Bäder. Und da unten, da wo die Palmen sind, gibt es noch einen Kies-Sandstrand. Das ist so ein bisschen gemischt. Das heißt, hier dieser FKK-Platz hat auch noch seinen eigenen Strand. Er liegt hier in den Bergen am Ende eines Tales. Und heute ist das Wetter nicht so sonderlich gut. Und neben dem Schwimmbad, das unten liegt, unterhalb von uns, gibt es auch noch ein Winterbad. Und hier sind wir gerade. Heike, zieh dir mal bitte was an, gerade über. Ich komme jetzt mit der Kamera. Ich meine, das ist zwar nicht so schlimm, wenn man dich nackt sieht, aber... nee, aber jetzt das in der Öffentlichkeit... Also hier gibt es noch dieses schöne Winterbad, das auch im Winter geöffnet ist. Absolut angenehme Temperatur und Durchzug von beiden Seiten. Eben hat hier jemand eine Stunde rumgeputzt und gewischt und gemacht. Also man muss sagen, das ist auch sehr gepflegt. Riecht eigentlich fast nicht nach Chlor, ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und diesen Campingplatz, den können wir euch, wie gesagt, als FKK-Platz sehr empfehlen zu dem Preis. Ja, und da bin ich nun an dem Strand, der hier zu dem Campingplatz gehört. Man hat von hier aus einen schönen Ausblick, auch da hinten aufs offene Meer. Ich denke im Sommer, vor allen Dingen wenn Corona-Zeiten vorbei sind, wird hier einiges los sein. Dort hinten unter den Bäumen, da seht ihr unser Wohnmobil stehen. Wir stehen gerne am Meer mit Blick aufs Meer. Und ja, ansonsten zu der Beschaffenheit von den Böden hier. Hier kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Das ist so sandiger Boden mit ein bisschen Steinen dazwischen. Stört uns eigentlich nicht. Da legen wir dann immer so eine kleine Teppichmatte davor. Dann geht das. Oben im Hang, das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt, da sind Bungalows, die auch von dem Campingplatz hier betrieben werden und die dann angemietet werden können. Wenn ihr anreisen solltet und diesen Campingplatz, diesen FKK-Campingplatz mal besuchen möchtet, es geht hier in dieses Tal rein über ungefähr 4-5 Kilometer. Fahrt ihr mit Google Maps, dann nehmt lieber die auf den letzten 5-6 Kilometern die längere Strecke, die dort angegeben ist. Denn die kürzere Strecke, die haben wir genommen. Und das ging bei uns, weil... Ja, wir hatten keinen Gegenverkehr. Jetzt in der Jahreszeit ist eben noch wenig. Aber hätten wir Gegenverkehr gehabt, wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig geworden. Also deshalb lieber die etwas weitere Strecke nehmen. Dann habt ihr auch keine Probleme mit der Anreise. Teilweise wirkt es hier, wenn man sich das mal so anschaut, von den Zäunen, von den Anlagen her ein bisschen angegammelt. Aber... da könnte natürlich mal ein bisschen Farbe helfen und ein bisschen renovieren. Aber bei den Preisen, die es hier gibt, wollen wir uns überhaupt nicht beschweren. Wir bezahlen also 12 Euro mit der AXI-Card inklusive der Nutzung von Strom und auch des Winterbades. Und normalerweise wären es 19 Euro. In der Hochsaison sind es irgendwas über 30 Euro. Wir stehen hier mit dem Wohnmobil. Das, von dem ich gehe mal gerade dahinter und dann sieht man, dass man, wenn ich mich umdrehe, einen schönen Blick hat. Raus aufs Meer. Und so werden wir morgens dann auch wach.
Also auch wenn es, wie gesagt, mit angegammelt meine ich nicht unsauber, denn die Sanitäranlagen, die sind absolut in Ordnung. Und in diesem Gesamtpaket zusammen mit dem Preis, was hier so geboten wird, ist das natürlich eine tolle Sache. Okay, dann macht's gut und tschüss.